Yo Leute, ich begrüße euch. Jawohl, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play Call of Juarez, ganz länger. Ja, ich habe ja auf meinem Kanal schon, wer meinen Kanal länger verfolgt, wird es schon gesehen haben, Call of Duty wahrscheinlich. Nein, Call of Juarez, wie hieß denn das? Esse Kartell, genau. Das musste ich aber wieder löschen wegen Urheberrechtsproblem. Und was ich auch schon habe oder gemacht habe und was bei mir noch sogar vorhanden ist, ist Call of Juarez Bound in Blood. Das ist der zweite Teil. Und jetzt dachte ich mir, spiele ich einfach mal den aktuellsten, den es gibt. Und Story, neues Spiel. Ich habe schon einmal aufgenommen. Aber da gab es ein paar Probleme, beziehungsweise da war der Ingame-Sound nicht da. Ich hoffe mal, dass jetzt der Ingame-Sound da ist. Ich lasse euch mal mit dem Intro alleine. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair trigger temper. Made him dangerous as hell. Okay, und jetzt sind wir im Spiel. Und es ist vielleicht ganz gut zu erwähnen, dass dieses Spiel eigentlich komplett anders ist als die Teile davor. Erstmal ist dieses Spiel in so einem Cell-Shading-Look, also so Comic-mäßig, wie Borderlands zum Beispiel. Meine Stimme, heute ist echt der Wurm drin. Und es ist vielleicht noch zu erwähnen, dass sich das Spiel einigermaßen anders spielt als die Teile davor, weil hier ist es so tatsächlich, man wird mehr oder weniger durch eine Geschichte geschickt. Und man hat halt die ganze Zeit hier diese Stimme dabei. Also man spielt das, was gerade erzählt wird. Und das macht das ganze Spiel ein bisschen zu was Lustigem, meiner Meinung nach. Aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ich muss sagen, also trotz dieser mehr oder weniger Comic-Grafik sieht es tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und wir können uns verbessern. Du kannst hier einen Fähigkeitspunkt ausgeben. Wähle eine der drei Fähigkeitskategorien, erwirb die Fähigkeit ganz links. Okay, ich werde wohl mal hier auf das Gewehr gehen, auch wenn wir von Anfang an nicht direkt ein Gewehr haben. Ach, wir haben noch einen Punkt. Nehmen wir das. Und zwar ist es so, dass, ist hier irgendwas? Nö, ne? Nö. Und zwar ist es so, dass wir halt mit jedem Kill Erfahrungspunkte sammeln.
und wir dann selbstverständlich auch irgendwann eine Stufe aufsteigen und ja, so unsere Fähigkeiten verbessern können. Und hier sind Gegner. Ich könnte jetzt einfach so vorpreschen, aber ich mach das auch mal. Okay, zwei Kopfschüsse, das ist sehr gut. Erfahrung verdienst du durch das Erledigen von Gegnern. Du brauchst sie, um durch Levelaufstiege zusätzliche Fähigkeiten zu verdienen. Habe ich ja schon erwähnt. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Übrigens ist vielleicht noch für euch Abonnenten zu erwähnen, ich nehme das hier jetzt ganz spontan auf. Das heißt, ich habe wirklich das Spiel gestartet und habe mich dann dran gesetzt, dass ich das jetzt hier let's playe. Eigentlich war es ganz anders geplant tatsächlich. Eigentlich war es eher geplant, dass ich Batman bringe und vor allem Batman als mein erstes 1080p Let's Play. Aber das wird dann jetzt dieses sein, also wundert euch nicht. Ich habe nämlich schon Batman aufgenommen und in Batman sage ich nämlich auch, das ist mein erstes 1080p Projekt, was ja dann nicht mehr stimmt. Also wundert euch da nicht, die Aufnahmen sind nicht mehr ganz zu 100% aktuell. Eigentlich dann wohl wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich Ganzlinger komplett vor Batman hochlade. Ich habe jetzt schon einen Uploadplan fertig da vorne ist er. Ich habe einen Uploadplan fertig gemacht. Den werde ich, Alter, den werde ich auch jetzt vor diesem Projekt, also bevor ihr dieses Video seht, müsste eigentlich der Uploadplan online sein. Wenn nicht, dann ist es kurz da drauf oder sogar mit, also gleichzeitig, wenn mit diesem Projekt dann, nein, Quatsch, wenn dieses Projekt startet, der Todesschuss. Ja, wir können jetzt nämlich einmal dem Tod von der Schippe springen, mehr oder weniger, wenn da oben dieses Glücksspiel aufgeladen ist. Und ja, heute ist echt der Wurm in meiner Stimme, das ist unglaublich. Headshot? Ja, okay, hier war er noch. Da ist er. Und zwar, weiß ich noch nicht genau, wann ich den Uploadplan hochlade. Auf jeden Fall ist der gültig ab dem 21. April. Das heißt, ab da an wird auch hier dieses Spiel starten. Und ich weiß noch nicht so recht. Explosive Fässer. Und ich weiß noch nicht so recht, ob ich das nicht nochmal überarbeite. Aber für jetzt gerade ist es eigentlich so der Uploadplan, den ich auch einhalten kann und will auch. Vor allem, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man auch will. Es sieht nämlich so aus, dass ich da jetzt einen Upload jeden Tag habe. Das heißt, in der Woche, also Montag bis Freitag, kriegt ihr tatsächlich dann... Wo ist er denn? Da. Nee, doch nicht. Doch, da ist einer. Ihr werdet jetzt in der Woche 3 Videos kriegen. Also jeden Tag 3 Videos. Montag bis Freitag. Das heißt, ihr kriegt dann um 14, um 15 und um... Nee, Quatsch, um 13, um 14 und um 15 Uhr kriegt ihr dann ein Video. Das werden dann... Zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, jetzt laufen die ganzen Projekte schon. Ganzlinger. Also Call of War das Ganzlinger. Dann South Park und Family Guy zu diesem Zeitpunkt noch. Und sobald eins von den Projekten fertig ist, werde ich halt hingehen und werde das nächste Projekt dann daran anknüpfen. Und diese Projekte kommen dann... hier kann man auch nochmal was kaputt schießen. Diese Projekte kommen dann halt nochmal, oh shit, die ganze Woche, also Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag kommen dann nur die Projekte, die,
Okay. Kommen dann nur die Projekte, die um 15 Uhr wären. Also wäre das in dem Fall dann Family Guy müsste das sein. Ja, Family Guy ist das. Okay, Billy the Kid. Also das ist auch noch nicht zu 100% fertig. Es kann auch sein, dass ich einfach die ganze Woche lang die drei Projekte bringe, die ich habe. Also Montag bis Samstag. Weil ich habe gemerkt, es dauert ganz schön lange, wenn man tatsächlich nur so 5 Tage oder so hochlädt. Also ein Projekt. Und das möchte ich so ein bisschen mehr oder weniger unterbinden, dass das so Ewigkeiten dauert, indem ich dann halt hingehe und einfach dann 7 Tage die Woche hochlade, weil ich dann halt auch, ja, mehr nicht, aber ich kann dann halt für euch auch schneller abwechselnde Projekte bringen, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Heißt, ich kann dann schneller Projekte auch abschließen mit dem Hochladen. Ich werde es immer so machen, dass ich Projekte voraufnehme. Ich habe einfach gemerkt, dass das total gut funktioniert. Ich habe super guten Content. Also, was heißt super guten, ne? Das muss immer jeder für sich selbst entscheiden. Aber stetigen Content habe ich halt. Komm her, dich nehme ich mir mit. Dich nehme ich mir auch noch mit. So, ich habe stetigen Content. Wirklich, also ich habe... ja, ist ja gut. Ich habe ja wirklich jetzt schon seit Alien vs. Predator etc. keinen einzigen Ausfall gehabt, was Videos angeht. Die Wochenenden zählen ja nicht, weil am Anfang hatte ich ja noch die Regel, dass ich da dann halt nur in der Woche hochlade. Deswegen zählt das ja nicht so ganz. Und ich habe jetzt auch schon, das ist vielleicht ein bisschen blöd für den einen oder anderen, aber ich habe tatsächlich jetzt schon den April abgesichert. Also wir haben jetzt Anfang April und ich habe den April schon abgesichert mit Videos. Das ist für mich sehr, sehr praktisch, weil ich einfach... Jo, ab geht's. Weil ich einfach dann... ja, ich sag mal, ich muss mir keinen Druck machen und vor allem kann ich halt wirklich dann auch behaupten, ich habe stetigen Upload und es gibt auch einen Grund, mich zu abonnieren. Nicht so, wie es sonst immer war, dass ich dann da wirklich irgendwie einfach mal eine Woche lang nichts gebracht habe. Das ist ja dann auch totaler Scheiß eigentlich. Also meiner Meinung nach bringt das eigentlich nicht so wirklich was, wenn man dann hingeht und irgendwie nur einmal so ein Video bringt und dann ist wieder eine Woche lang Pause oder so. Das ist ja auch scheiße. Deswegen mache ich da jetzt auf jeden Fall viel mehr stetig und vor allem lade ich dann halt auch viel mehr so hoch, weil ich vorab aufnehme und das ist einfach eine super Lösung, muss ich sagen. Also wenn ich dieses geplant Hochladen nicht hätte, dann wäre das schon echt kritisch. Also, es ist ja nicht das Problem, die Videos zu machen. Das Problem ist, die Videos hochzuladen, weil es dann keine festen Zeiten gibt. It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Ja, und jetzt haben wir hier auch, um mal zum Spiel zurückzukommen, haben wir unser erstes Duell. Wer mein Bound and Blood Let's Play gesehen hat oder Call of Juarez kennt, weiß, es gibt diese Duelle in jedem Teil. Leider, meiner Meinung nach. Weil nicht in jedem Teil sind die wirklich so gut. Oder was heißt so gut? Die sind jetzt hier auch nicht besser als... okay. Auch nicht besser als irgendwie... Okay, das war nicht so gut. Aber die sind halt nicht so gut wie in irgendwelchen anderen Spielen, wo es sowas vielleicht auch gibt. Also ich bin kein Fan von diesen Duellen.
finally reach those damn stables. Und da es ja die erste Folge ist, machen wir das jetzt hier noch, weil hiernach ist nämlich die Mission auch zu Ende. Eigentlich ist dieses Projekt blind, aber das hier habe ich halt schon gespielt, weil ich schon ein Part aufgenommen habe und ja. That's not Billy. And go on, how did it end? End? Boy, that was just the beginning. Jawohl, das war erstmal der Anfang. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Part, dann geht's jetzt doch nicht länger. Ich habe gedacht, jetzt kommt noch irgendwas. Gut, auch nicht schlecht. Dann sag ich mal bis dahin und haut rein.